Hallo Alltagsphilosophen. Es hat etwas Großartiges, wenn Menschen etwas bewirken wollen, etwas erreichen wollen, etwas verändern wollen. Aber es gibt da eine spezielle Art von Übersteigerung dieses Wunsches. Und zwar rede ich von den Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sagen, ja, ich möchte Gottes Werk vollbringen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie falsch ich diese Einstellung finde. Wenn Gott Himmel und Erde erschaffen hat, dann braucht er doch nicht eure Hilfe, um sein Werk zu verwirklichen. Er braucht doch niemanden, der losgeht und Spenden sammelt, Kirchensteuer sammelt für sein Werk. Das ist doch die falsche Herangehensweise. Also, wie kann es sein, dass jemand, der allmächtig ist, noch jemanden braucht, der in seinem Namen handelt? Ist es wirklich so, dass diese Leute in Gottes Namen handeln wollen, seinen Willen durchsetzen wollen, oder ist es vielmehr so, dass sie ein übersteigertes Selbstverständnis haben? Ähnliche Idee, was die Nazis hatten, quasi die Idee der Evolution auf die Sprünge helfen zu müssen. Ja, die Menschen sind immer größer geworden im Laufe der Evolution. Und immer blauäugiger, immer weniger blond, aber die guten Menschen sind die blonden Blauäugigen, deshalb werden wir diese jetzt züchten. Mal abgesehen von der Dummheit dieser Idee. Also die besteht erstens mal darin, warum willst du wegen Äußerlichkeiten über Menschen richten? Wer richtet über Menschen? Nach welchen Kriterien wird über Menschen gerichtet? Darauf will ich ja alles gar nicht reden. Darüber will ich ja alles gar nicht reden. Ich will darüber reden, dass es darum geht, einer Evolution noch auf die Sprünge helfen zu müssen, wie ein Züchter. Und die eigene Rasse züchtet sich selber weiter. Sie nimmt quasi der Evolution das Zepter aus der Hand. Was eine kranke Idee. Tja, das sind so meine Ideen zu den Quälern, wie ich sie nenne, denen es nicht reicht, dass etwas funktioniert und dass etwas passiert, ja, sei es jetzt Evolution oder sei es Gottes Wille, falls es denn gibt, sondern dass immer sie im Mittelpunkt stehen und noch etwas dazu tun müssen, damit überhaupt das passiert, was eigentlich von Natur aus passiert. Warum ärgert mich das so? Ja, weil ich selbst zu den Quälern dazugehöre. Ich habe nämlich die Angewohnheit gehabt, teilweise habe ich sie immer noch, wenn ich einschlafe, zu versuchen, mich zum Einschlafen zu bringen. Also ich liege im Bett und will einschlafen und tue dann alles, um meine Gedanken abzustellen, damit ich wirklich bald einschlafe. Das klappt natürlich nicht. An nichts denken klappt niemals. Gedanken abstellen klappt niemals. Und genau deshalb wird durch meinen guten Willen das Ergebnis eben nicht erreicht. Und das ist also ein zentrales Element in meinem Leben. Würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Danke.